Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2 mit unseren Nachwuchsdummies. Und ja, ich hatte mir überlegt, ob die Jenna und der Alexander nicht auch irgendwie so anbandeln könnten, weil ich muss ehrlich sagen, also so viel Blitze, das ist schon krass, ne? Verlässt du das Grundstück, wird es im derzeit... Achso, bin ich mit jemandem unterwegs gewesen? Und wohin? Ah, hat mich nicht der Pablo wieder eingeladen? Kann das sein? Ihr müsst verstehen, es ist ein bisschen her mit dem Aufnehmen, deswegen. Also, was ich weiß, sind, dass ich die Jenna und den Alexander da ein bisschen rumflirten hab lassen. Und wir könnten ja eigentlich auch mal zum Liebeslabyrinth. Egal, wer da jetzt hinfährt. Ah, du fährst. Also tatsächlich, also wurdest du tatsächlich, glaube ich, vom Pablo eingeladen. Da war irgendwie was, ne? Ja, ja. Oh, Rechnungen müssen wir auch mal zahlen. Wie teuer sind die denn? 88 Simoleons. Das geht ja noch, ne? Und die beiden, die unterhalten sich jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal, was wir so mit Pablo wieder erleben. Vielleicht könnten wir es wagen, da einen Heiratsantrag unter Umständen zu machen. Das gibt ja sowieso dann... Ich würde fast sagen, dass wir eine Doppelhochzeit machen. Und wenn überhaupt dann noch eine dritte noch. Das sieht ja auch richtig schön aus hier. Das sieht richtig schön aus. Und ich würde mal fast sagen, dass es sich tatsächlich hier rentiert, einen romantischen Heiratsantrag zu machen. Na? Nur was sollen wir hier alles erleben? Wir könnten... Ja, genau. Wir könnten schaukeln. Wir bräuchten hier tatsächlich diesen komischen Whirlpool, wo man sich romantisch reinlegen könnte. Ui, Liebe. Ich glaube, das ist tatsächlich richtig gut. Wo geht er denn hin? Er schwimmt doch jetzt nicht eine Runde, oder? Ach, du gehst... Gehst du mit mir schaukeln? Schubst du mich an? Schubst du mich an? Das wäre ja cool. Steh bloß, komm. Es ist jetzt, wird jetzt dunkel. Und du kannst auch bestimmt tanzen, oder? Ja, natürlich. Hier stört uns, glaube ich, auch kein Adam. Hoffe ich. Kann man auch ein bisschen die Hände tiefer gleiten lassen. Und vielleicht ein bisschen rumschmusen. Und Kopf auf Schulter. Und nach dem Regen kannst du später gucken. Und sie möchte sich unbedingt mit Pablo verloben. Also warum sollten wir da dann das nicht in Angriff nehmen, ne? Oh, der Theo! Hey! Theo begrüßen. Na, wenn wir den Theo, unseren Vater, ja schon mal hier treffen, dann könnten wir ja... Moment. Was könnten wir... Könnte ich dich vielleicht meinem Vater mal vorstellen?
Wo ist denn jetzt der Theo? Theo begrüßen. Ach, guck mal an. Moment. Geht das? Geht das vielleicht? Weißt du, immer dann, wenn ich irgendwie, weiß nicht, dann geht das nicht. Wenn ich einfach random irgendwo bin, dann kann man irgendwelchen Leuten irgendjemanden vorstellen, ne? Ich finde das blöd. Weißt du was? Wir werden es jetzt drauf ankommen lassen. Dann kriegt der Theo das halt eben so mit. Da, guck, Theo. Und er hat ihn angenommen. Oh ja, guck mal. Siehst du, Theo? Und, was sagst du? Oh, wie cool. Er begrüßt ihn. Wie geil ist das denn? Er hat ihn begrüßt. Echt schön. Gut. Ja, wenn das hier jetzt soweit geklärt ist, wir haben ein traumhaftes Date. Und dann können wir ja nach Hause. Irgendjemand stinkt. Oh Mann, oder ist das jetzt deine Reaktion auf den Heiratsantrag? Aber ich finde es richtig toll. Der steht auch anscheinend auf uns. Ist richtig toll. Also, da haben sich zwei gefunden. Ey, seh das, dass du eine andere im Kopf hast. So, dann können wir ja noch ein bisschen rumschmusen. Hallo. Hallo, deine Zähne sind toll. Da ist, hängt auch kein Spinat. Ah, das ist doch genial. Und dann warte ich, bis der Cody auch so weit ist und seine Edith Müller parat hat, dass sie verlobt sind. Und dann, ja, können wir eigentlich schon die Doppelhochzeit starten. Und dann bin ich mal gespannt, was die Lieben dann in ihrer Haushaltskasse bekommen. Das würde mich wirklich interessieren. Weil dann hätten wir ja echt viel, glaube ich, wenn Cody eine Diva anschleppt und... Ui, irgendwas lief da gerade komisch. Und unsere Dings halt eben diesen Mr. Big, ne? Dann müssen wir das hier mal kurz aufschließen. Und dann entspannen. Ach, du kommst gleich mit. Okay, gut. Vorschlagen, über Nacht bleiben. Du sollst eigentlich... Ja, genau. War da jetzt gerade... Alexander vorstellen. Aber Theo durfte ich nicht vorstellen, ne? So. Bitten mitzumachen. Na hopp. Komm hier aufs Bett. Hopp. Bewegst jetzt dein Poma hier hin. Du machst jetzt mit. So. Wie sieht's denn bei dir aus? Du machst sauber. Okay. Bitte das hier auch wegräumen. Das wäre sehr nett. Ah, endlich macht er sich mal auf den Weg. So, und dann würde ich mal fast sagen... Werden wir jetzt... Nein, wir werden kein Baby machen. Wir werden nur ein Techtelmechtel machen. Babys, glaube ich nicht, dass die beiden das unbedingt haben wollen. Was ist los? Was ist mit dem Alexander?
Du sitzt rum und weißt nicht, was du mit dir anstellen sollst, ne? Soll ich dir da ein bisschen vielleicht helfen und dir sagen, dass du unter Umständen doch ins Bett gehen könntest? Ah, cool, er ist auch eingeschlafen. Ich denke mal, der wird dann sowieso aufstehen, wenn das Date vorbei ist. Aber es ist traumhaft gewesen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Die Zeit läuft ab. Ja, ich weiß. Müssen wir jetzt aufstehen dafür? Dann steh auch mal auf. Bist jetzt so glücklich. Oh, wie cool. Du kannst richtig gut spielen. Cool. Rumschmusen. Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ein Date so wunderbar sein könnte. Es ist einfach fantastisch, mit dir zusammen zu sein. Wir müssen uns unbedingt wiedersehen, Baby. Ja, Baby. Wir sehen uns auch wieder bei der Hochzeit. Na? Vielleicht sollten wir mal dem in die Arme springen, anstatt Saft zu saufen. Das Fass ist leer. Ja. Ah, das ist richtig toll. Irgendwie ist der mir auch sympathisch. So, ich würde mal fast sagen, dann verabschieden wir uns. Und dann kannst du ja mal die Betten machen. Und dann kannst du hier mal ein bisschen aufräumen. Vielleicht hättest du auch gleich den Becher auch mitnehmen können. So, und dann tue ich die mal verkaufen. Dann ist das erstmal aus dem Dings. So, Fitness. Bist du eigentlich noch ganz gut dabei? Ja, das ist richtig gut. Wir können nur Abendessen gerade zubereiten, aber ich würde fast sagen, dann nehmen wir uns doch ein Sandwich. Oh, guck mal, wie süß. Ach, Mann, das ist richtig gut. Ich weiß da noch nicht, was wir eigentlich machen, wenn wir das geschafft haben, dass diese Doppelhochzeit oder Dreifachhochzeit stattgefunden hat. Nie hätte ich auch nur zu träumen gewagt von einer solch süßen Maus. Dir fallen aber auch keine anderen Texte mehr ein, ne? Hochzeitsfeier veranstalten, ja, das können wir gerne machen. Was gibt denn eigentlich mehr Punkte? Was ist denn eigentlich dein Lebensdings? Weltraumpiratin werden. Und wir sind arbeitslos? Das geht ja mal gar nicht, ne? Dass du arbeitslos bist. Dieser Sim hat den Lebenstraum, die Spitze der Karriere Abenteuer zu erreichen. Dann guck doch mal am besten, ob du. Das ist Musik, weitersuchen. Bildung weitersuchen, Gastronomie weitersuchen, Gesetzeshüter weitersuchen, Künstler weitersuchen. Oh. Okay, dann musst du hier mal nach einem Job suchen. Vielleicht ist ja in der Zeitung mehr. Gamer? Unterhaltung? Recht? Nö, ist im Moment gar nichts. Na, dann können wir die ja auch recyceln. Dann schaltest du am besten auch mal die Musikanlage aus, weil ihr habt halt nicht Geld wie Sand am Meer. Also würde ich mal fast sagen, dass man hier mal sparen. Und dann müssen wir halt in der neuesten Ausgabe von der Zeitung müssen wir halt mal gucken. Ob wir dann da die. Deswegen ist sie auch noch arbeitslos, weil ich dieses
Ah ja, die Karriererichtung noch nicht gefunden habe oder so. Da. Kann man hier nicht auch automatische Lichter? Alle Lichter. Wieso? Ich würde gerne mal wissen, warum das dann nicht funktioniert, dass das dann. Weil hier ist niemand im Raum. Gut, du gehst hier unten nicht duschen. Du gehst hier, kannst du doch duschen. Dann kannst du ja mal hier schnell dingsen und Frühstück servieren. Und zwar Pfannkuchen. Und du machst schon Sport. Ja, das ist doch schon mal ein Ding, ne? So, dann kannst du ja nochmal nach einem Job suchen. Gastronomie. Musik. Und Bildung. Ach, Mann. So, dann kannst du ja. Hier, guck mal, der steht richtig auf die. Schade, dass wir nicht gegenüber jetzt sitzen. So, musst du heute arbeiten? Nee, du hast heute frei. Und die anderen, die müssen auch weg, außer du natürlich. Aber dann wäre es doch perfekt, wenn wir unsere Edith einladen. Dingsbums einladen. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Bin schon unterwegs. Ja, was ist denn? Ich würde ja nicht, will ja nichts sagen, aber du musst hier auf die Arbeit. So. Und du? Du kannst eigentlich da jetzt erstmal sitzen bleiben. Ja, jetzt guck doch mal, wer da ist. Uiuiui. Wertschätzen, bewundern. Unterhalten, Witz erzählen. Was ist los? Okay, gut. Die steht noch auf uns. Wir können ja mal gucken, ob wir sie zärtlich küssen können. Und dann können wir dir ja mal den Rücken kraulen. Ja, das sieht auch schon mal gar nicht mal so schlecht aus, ne? Oh, sie ist schon ein bisschen verliebt. Wir sind beide verliebt, ne? Kann das sein? Ja, dann geht doch. Ich weiß nicht, wie ich ihm jetzt. Wir können doch. Können wir nicht zusammen tanzen? Allein. Dann komm mal her. Und du willst Pfannkuchen essen, aber du tanzt jetzt mal mit mir. Na? Siehst du mal. Und dann bauen wir so den Spaß wieder auf.
Und dann, ja. Aber, meine Lieben, es wird Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.